So, hallo liebe Freunde von der Concert Everyday. Es ist wieder Band-Supporter-Zeit, Contest-Zeit. Und die ersten Bands sind schon diesmal vor dem Contest da. Das ist die Neuerung des Jahres. Ich bin schon einen Monat vorher unterwegs. Sozusagen die Generalprobe heute Abend für euch. Auf der Couch, Bank, wie auch immer, sitzt heute eine Mannheimer Band. Chili Royale. Wir sind eine Rockband, wir haben ganz viele Einflüsse aus dem Blues und alles auf Deutsch. Genau. Ich selbst, ich bin Olli, spiele Gitarre und Gesang. Ja, ich bin bei Chili Royale, Bassist und Sebastian mein Name. Genau, ich bin der Marc und ich spiele Schlagzeug. Genau, euch gibt es jetzt ungefähr fast genau 2 Jahre, habe ich in der Facebook-Seite bei euch gelesen. Mit dem Namen ja. Also der Seppel und ich, wir haben uns glaube ich schon 2013 zum ersten Mal getroffen, sind dann als Stereojet gestartet und dann haben wir sehr lange nach einem passenden Drummer gesucht und haben uns die Zeit auch gelassen und den haben wir mit dem Marc gefunden und sind damit mega glücklich, weil er ein ganz tolles, modernes Schlagzeug spielt auf meine sehr angestaubten Gitarrenriffs. Genau, wir werden es ja nachher sehen. Ich nehme ein bisschen da schon vorab auf, dass die Leute schon mal auch hören können, was ihr für Musik spielt und nicht beim Contest dann überrascht sind, was auf einmal da bei euch auf die Leute zukommt. Ne? Ja. Da schauen wir nachher mal rein. Also das heißt, ihr macht schon länger zusammen Musik und du hast dann die Band gesucht und gefunden sozusagen. Genau, ja. Und bis heute dabei geblieben. Ja, also auf jeden Fall macht es riesig Laune und ja, irgendwie macht einfach Spaß. Es passt sowohl musikalisch als auch persönlich. Absolut. Insofern. Besser kann es eigentlich gar nicht sein. So richtig aktiv mit Spielen, wir hatten es gerade im Vorgespräch schon ein bisschen durchgegangen, war letztes Jahr. Ihr habt es aber schon 2-mal auf Mannheims Aushängeschild in Nachtwanne geschafft. Ja. 2018 und 2019. Und beim ersten Mal war der mit der Lien in Nummer 6 gewesen. Ja. 2018 und die hatten ja letztes Jahr auch beim Band Supporter erfolgreich teilgenommen. Gruß an Berlin erstmal. Ne? Ja, auch von uns. Herzlichen Glückwunsch. Und die waren ja sogar bis im Finale. Also ihr habt ja schon ein bisschen Vorbelastung jetzt, ne? Was dann dieses Jahr auf euch zukommt. Das heißt also, ihr habt Band Supporter jetzt auch über Internet oder wie auch immer kennengelernt und gefunden, schätze ich mal den Contest. Was ja. Los? Es kam Weihnachten rum, E-Mail und abends, oder was ist abends, eher morgens, nachts um 1 Uhr und ja, dann wurde gefragt nach Bewerbung und dann habe ich die Chance ergriffen und habe uns einfach mal beworben. Am Tag drauf war es klar und ja, jetzt sind wir beim Band Supporter. Genau, eine Runde habt ihr ja schon durchgemacht, die Online-Voting-Runde. Ich habe sie verfolgt, ihr wart von 2 bis 3 immer im heißen Austausch im Rennen gewesen. Ne? Habt es aber dann letztendlich doch noch in die Finalrunde nach Heidelberg geschafft. Ja. Das heißt, am 7. Februar richtig. Sehen wir uns in der Konstellation noch mit 3 anderen Bands. Und ich nehme an, eure Fans, die jetzt schon bei Facebook mitgevotet haben, die müssen alle am Start sein, oder? Auf jeden Fall. Ja. Also für uns ist es ja, wir haben ja eine gewisse Nähe, ne? Also beheimatet sind wir in Mannheim, haben da unseren Proberaum, also jetzt mal wirklich seit Dezember. Ja. Richtig. Genau, und haben, da ist auch unser Einzugskreis, also glaube schon, dass wir nach Heidelberg gut was mitziehen werden. Und ja, genau, also was wir noch nicht gemacht haben, ist das ganze Thema, falls jemand zuhört, Tickets gibt es ja über uns günstiger, kommen wir noch auf euch zu. Und notfalls kann man die auch bei euch vorbestellen und noch an der Veranstaltung abends vor Ort abholen, sodass man da nichts schicken muss oder sonst irgendwie Verrenkungen machen muss. Das heißt, wenn ihr sagt hier über euch die Karte, kommt dann einfach ins CAF 54 in die Altstadt nach Heidelberg und sagt, wir haben bei Chili Royale die Karte bestellt. Ne? So machen wir das und zur Not, wir kaufen uns einen großen Regenschirm, falls es regen sollte. Und, ja, also die Location ist echt eng, ich war schon ein paar Mal dort gewesen, ich weiß, von was ich spreche, deswegen machen wir heute das Interview vorab, weil da drin ist nicht mehr Platz, eine Kamera aufzustellen. Ja, aber wir wollen ja Werbung dafür machen, ich würde sagen, das K54 ist ein Kellergewölbe, was wirklich richtig cool ist. Ist glaube ich eine der ältesten Jazzkeller. Genau, oder der älteste Jazzkeller in Heidelberg und ist echt eine Sehenswürdigkeit. Ich gehe auch einfach mal so rein, vor allem wenn DJ Itze dort ist. Also ist schon sehr amüsant. Kann ich echt empfehlen, die Location. Genau, also ganz coole Location, direkt in der Altstadt. Zentraler geht es nicht, 3 Minuten von der alten Brücke weg, das findet jeder. Ja. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch
jetzt auch für euch und für die Location natürlich zu kommen, um dann einen tollen Abend einfach mit vier Bands zu haben. Ne? Ja. Und ihr spielt ja auch fast 40 Minuten, also gibt auch jede Menge gute Musik von euch. Ja. Thema Musik, gut, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehört bei euch. Habt ihr was Neues für dieses Jahr geplant oder heute vielleicht schon am Start? Songs? Eine Überraschung haben wir. Ja, eine Überraschung haben wir. Ja. Damit es Überraschung bleibt, werden wir es nicht verraten. Aber gibt ein cooles Finale. Das auf jeden Fall. Und für nächstes Jahr oder für aktuelles Jahr haben wir uns noch geplant, Album rauszubringen. Oder vielleicht auch eine kleine EP. Eine kleine große EP. Ja. Na, eigentlich haben wir das eigentlich schon. Ja. Ich ja. müsste es halt mal einsingen. Es ist im Kasten, genau. Gesang ist das, wo wir noch dran arbeiten. Aber genau das ist das Ding. Ja. Also können wir uns dieses Jahr vielleicht auch noch so auf ein Release-Konzert oder sowas freuen? Ja. Ja, also ja, also dieses Jahr muss die rauskommen. Ehrlich gesagt, ich habe auch schon ein furchtbar schlechtes Gewissen, weil gerade hängt es tatsächlich an mir. Und ja, also in Kürze, ich würde mal sagen, erstes Semester 2020. Genau. Ansonsten, gut, ich sag mal, vielleicht sehen wir uns ja noch ein paar Runden bei Band Supporter, wenn es gut läuft. Ja, cool. Es fängt jetzt alles erst an im Februar und geht, wenn es geht, bis ins Finale im Mai nach Darmstadt. Siebener Club wäre noch dazwischen. Ich glaube irgendwann im März, okay. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber auf jeden Fall, wenn es gut laufen sollte, wäre noch eine ganze Weile, wo wir zum ersten Mal ein paar Mal sehen können. Ja. Gut, ansonsten schauen wir mal, wir werden uns ja in Heidelberg dann in drei Wochen schon wieder kurz sehen. Wir gucken heute mal einen Auftritt rein, dass wir noch ein bisschen Material noch haben aktuell. Und dann überzeugt ihr die Leute dann in Heidelberg, ne? Das machen wir doch. Gut, ich drücke die Daumen, alles Gute und bis demnächst, ne? Danke. Danke.